New York feiert dem Liveball entgegen und Gary Kessler rührt noch einmal ausgelassen die Werbetrommel für den guten Zweck. Er präsentiert die hochkarätige Besetzung des kommenden Events. Ein besonderes Highlight, die Fashion Show. Im Mittelpunkt die Kreation des Designer-Duos The Blondes, präsentiert von Patricia Field. Zuletzt hat die Kostümdesignerin Filme wie Der Teufel trägt Prada ausgestattet. Auf der Party präsentiert sie sich wie die von ihr overstylten Damen in Sex and the City, nach einem Cosmopolitan. I love Vienna. I love the concept of helping to get AIDS away. Oh, Patricia Fields has been an amazing friend. She's introduced us to the world, basically. Das war vor 5 Jahren. Seitdem zieren die spektakulären Kreationen des gebürtigen Puerto Ricaners Philippe und seines Freundes Dave Blond Stars wie Britney Spears oder Madonna. Blond sein ist für die beiden Designer keine Witzvorlage, sondern Ausdruck selbstbewusster Attitude. It's about all beautiful things. It's about beautiful girls, no matter what color, no matter what hair color. It's a state of mind. You don't have to be blonde to be blonde. Die Modenschau auf dem diesjährigen Liveball ist ein weiterer Höhepunkt in der Karriere der Blondes. We're doing the largest AIDS charity fashion show in the world. And I can't wait to do it. Everybody knows someone with AIDS, HIV. Everybody has friends with it. So, you know what? It's something great to support. It's something I believe in very much. Soziales Engagement in schillernden Outfits. Die Show von Patricia Field und The Blondes auf diesem Liveball steht vor allem für eins: mit Glamour pur Elend bekämpfen.